Willkommen zurück bei World of Warcraft. Moment. Das ist die erste Aufnahme. Oh Gott, ja Leute. Neues Internet ist da. Das ist die erste Aufnahme mit dem neuen Router. Aber nicht nur das, ich habe beide Computer neu aufgesetzt. Aufnahme und Gaming-PC. Also OBS, WoW, alles neu aufgesetzt. Ich muss gerade nochmal ganz schnell checken, dass hier alles stimmt. Das ist richtig. Ton ist da. Aufnahmeauflösung ist richtig. NVENC ist richtig. Das ist richtig. Aber der Ton, ich meine, ich muss nochmal in die Sound ein... Ja. 70 war richtig, ne? Hallo, Test 1, 2, 3. Yo, wusste ich's doch. Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight. Ich bin todmüde. Ich saß seit 8 heute hier und habe darauf gewartet, dass der Techniker kommt. Ich mache mal schon mal hier Kamera an. Oh Gott, der Monitor ist ja... Der war ja komplett schief. Der Techniker kam... Laut Ankündigung zwischen 8 und 12, der kam um 2, also Viertel vor 2, halb 2, furchtbar. Weil ich hier halt die ganze Zeit bereit saß, nur um den eben hier an die zwei DSL-Zugänge zu lassen. Und dann kam der halt einfach nicht. Das war sehr ärgerlich. Die Zeit hätte ich aufnehmen können, ich hätte rausgehen können. Ich muss gerade mal gucken, ich bin gerade komplett verwirrt. Hier ist die Mitte des Monitors. Ja, so ist doch okay. Ja, deswegen habe ich sehr lange heute auf den gewartet. Der kam dann irgendwann nochmal und hat es dann gemacht. Und jetzt läuft das hier gerade übers neue Internet. Ihr seht aber unten rechts ist es grün jetzt gerade. Vorhin war es gelb. Ich lade im Hintergrund Spiele runter. Ich muss noch so viel runterladen. Deswegen haben wir auch eine ordentliche Latenz gerade. Ich guck mal. Chatte die Chat. Ups. Ja, wir probieren es einfach mal. Wenn es zu sehr leckt, können wir immer noch umsteigen und dann muss ich das ausmachen. Das ist kein Problem. Wir müssen noch ein paar Sachen einstellen. Wir müssen noch einmal Audio, die Musikschleife anmachen und Sound im Hintergrund. Gut, warum nehme ich auf, obwohl ich todmüde bin, kaputt bin und ich weiß auch nicht. Alles schlimm auf einmal, weil wir auf jeden Fall noch die 3000 Rufaufgabe abschließen wollen und das erste Gewölbe betreten möchten. Heißt gleichzeitig, dass wir höchstwahrscheinlich leider kein mythisches Dungeon mehr machen werden. Das tut mir sehr leid, würde ich gern machen, aber... Sieht nicht gut aus aktuell, sagen wir es mal so. Wir wollen mit Jepp und Tacha unser erstes Gewölbe entdecken und ich meine, es leckt schon. Aha. Wer bist du denn? Voraxian. Kennen wir uns? Jetzt schon. Grüße, ich suche nach mächtigen Gegenständen aus der Vergangenheit meines Schwarms. Wir haben eine Geschichte voller großer Krieger und Kampfesstärke und ich möchte Gegenstände finden, die uns dem wieder näher bringen. Ich habe gehört, ihr habt diese Gewölbe gefunden. Noch nicht richtig. Wenn ihr darin etwas Interessantes findet, würdet ihr es mir bringen. Natürlich. Vergesst mich nicht. Okay. Was steht heute auf dem Plan? Ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet. Es könnte gefährlich werden. Spitzt die Ohren und haltet die Augen offen. Hinter diesen Türen liegen zahlreiche Kammern, die zu erforschen gilt. Seid ihr bereit? Ich bin euer Mann fürs Abenteuer. Fürs Abenteuer. Wir haben unterhalb der Insel eine Reihe an Gewölben entdeckt. Neldarion hat darin diverse Schätze, Schnickschnack und die Ergebnisse gescheiterter Experimente geortet. Wenn ich sage, er war sammelwütig, ist das nicht übertrieben. Er hat eine Kammer nach der anderen gefüllt, mit der Zeit, die alle vergessen wurden, bis jetzt. Hinter den verschlossenen Türen erwarten uns Schätze und gelegentliche tödliche Fallen. Und vor allem Schätze. Und wir haben die Schlüssel, um diese Türen aufzuschließen. So ist es. Habt ihr kürzlich Berge erklommen? Kann ich euch vertrauen? Das sind die einzigen Schlüssel, die wir haben.
Wenn wir die verlieren, können wir keine verschlossenen Türen mehr öffnen. Hier, nehmt sie und schließt damit die Türen dieser Kammer auf. Ihr seht aus wie eine Heldin, seid mutig, stoßt die Türen weit auf. Dann findet ihr Ruhm und... ja, oder... ja, irgendwas anderes Tolles. Sterbt nur nicht. Vielleicht finden wir noch mehr Schlüssel, doch dazu werden wir die Insel absuchen müssen. Wir haben ja jetzt insgesamt mit den 6... wir haben ja schon 11, sind wir bei 17. Sag Bescheid, wenn ihr etwas Spannendes findet. Verliert bloß diese Schlüssel nicht. Habe ich ja schon gesagt? Ich glaube schon. Wir treffen uns später, ja? Ich hoffe, ihr seid bereit. Die Insel verbirgt viele Geheimnisse unter ihrer Oberfläche. Ich plane, sie alle aufzudecken. Wie kann ich mehr Gewölbeschlüssel von Skera finden? Jemand ist mit einem Haufen unserer Schlüssel entkommen. Wir werden sie zurückholen müssen, wenn wir die Gewölbe erforschen wollen. Seht euch auf der verbotenen Insel um. Versucht alles und jeden aufzuspüren, der die Schlüssel gestohlen hat. Vielleicht müsst ihr Gewalt anwenden, um sie wiederzubekommen. Ja, das sind ja die Sterngegner. Na, ist ja klar, von denen haben wir die ja auch. Es gibt nichts, was ich nicht erklimmen kann. Okay, Quest, lasst uns das Gewölbe von Skera As erforschen. Ich glaube, wir sind die Ersten, die dieses Gewölbe seit langer Zeit besuchen, sagt irgendjemand. Ja, ich glaube, ich muss mal kurz, wartet. Ich pausiere mal kurz den Download. So. Das ist ja auch doof, ist ja nicht in der Sache, dass alles hier rumleckt. Okay, hallo. Interesse an einer Lektion? Oder drei? Die Späher haben dieses Gebiet vor unserer Ankunft gut ausgekundschaftet. Viele Details, obwohl ich mir etwas unsicher bin, wie ich dieses traurige Affengesicht hier interpretieren soll. Anders als bei diesem ominösen Schädel oben im Gebirge, ich kann mir denken, was der bedeutet. Die haben auf die Karte ein Affengesicht gemalt. Bewahrt einen kühlen Kopf. Ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet. Erzählt mir mehr über die Gewölbeschlüssel. Wir brauchen Gewölbeschlüssel, um die Türen in den Gewölben von Skera zu öffnen. Dann kommen wir endlich an die Schätze. Ihr solltet die verbotene Insel durchsuchen. Vielleicht findet ihr dort weitere Schlüssel. Je mehr wir haben, umso mehr Schätze können wir uns holen. Macht Sinn. Vergesst nicht, hinter Wasserfällen zu suchen. Okay, das mit dem Abdunkeln gefällt mir ja gar nicht. Wartet mal kurz. Wir halten euch den Rücken frei. War gerade mein Mischpult abgedunkelt und ich habe gar nichts mehr gesehen. Okay, diese Art von Gewölbe kennen wir ja schon. Sichert das Gewölbe. Schreckensweber. Das ist zu weit weg. Das sind jetzt so kleine Solo-Sachen, ja? Okay. Da ist eine Tür. Okay, jetzt sind hier ganz viele Türen. Ich verstehe. Was ist das hier? Blasenheber. Fehlende Reagenz, Perlmut, Blasenschüssel. Aber hier haben wir seltsames Gerät. Dieses Gerät sieht aus wie eine Rute mit einem Kristall an einem Ende und einem Griff am anderen, um es zu halten. Es sieht alt aus, kommt euch aber irgendwie bekannt vor, so als hättet ihr es schon mal irgendwo gesehen. Das könnte für Voraxian von Interesse sein. Das sah ganz komisch aus. Was haben wir hier? Ungewöhnlicher Ring.
war ganz schön groß, ist für uns ein Gürtel. Der Ring weist ungewöhnliche Zeichen auf. Er könnte eine von den Draktür im Morkutdorf interessieren. Ach Gott, da ist er doch schon. Unser Customizable Trinket. Ich bin außer Reichweite. Jetzt einfach eine Tür aufmachen. Okay, wie komme ich jetzt an den Schatz? Hier. Tagebucheintrag Stille. Aus Adamantias persönlicher Forschungsaufzeichnung und könnte für Schuppenkommandanten von großem Interesse sein. Diese uralte Seite ist in unumgebener Magie gebunden und in einem alten drakonischen Dialekt verfasst. Ihr seid bereit. Aber kommt man da jetzt nicht dran? Oder muss ich den Schleim nehmen, um das Feuer wegzumachen? Das heißt, eine Verkettung von sinnvollen Dingen, die wir hier finden. Ich habe kein Ziel. Aber erstmal hier. Ein beglückter Seuchentrank. Reagenzientopf. Urzeitliche Bluttruhe. Begehrlicher Blutstein, Stufe 411. Okay. Was mache ich mit dir? Hineingreifen. Mhm. Seuchen erfüllt. Kann ich so jetzt an die Kiste hier? Ist das der Gag? Nein. Gesundheit um 300% erhöht, Bewegungsgeschwindigkeit um 30% verringert. Wir sind ein... Ich bin euer Mann fürs Abenteuer. Ja, ich glaube, es ist wirklich einfach nur eine lange Aneinanderreihung von... Oder sind das jetzt nur... Einmal rund um die Türen. Kann auch sein. Okay, wir bekommen die ganzen Bauteile für den Ring. Schon verstanden. Zwei Türen sind es noch. Die verstehe ich halt nicht. Antiker Raketenbot. Ich muss näher ran. Ja, mal schauen. Vielleicht finden wir noch irgendwie was, mit dem wir dann durch das Feuer durchgehen können. Wir machen aber auch wirklich nicht lange. Kann sein, dass wir dann, wenn wir das Gewölbe fertig haben, schon aufhören. Was ist jetzt mit der Musik los auf einmal? Na! Ja, der Raum ist mal schön. Goldhaufen.
Hier frisch aus Turm Utgarde, erkenne ich doch direkt. Plüschbär. Platziert neben euch einen Plüschbären. Ein ungewolltes Geschenk aus einer alten Zeit. Hätte man im Dungeon gut gebrauchen können, ne? Kombiniert die seltsame versteinerte Kugel und der Fragment schwarze Drachenschuppe, um die Versteinerung umzukehren. Dieses Objekt ist seit Jahrtausenden von Jahren in den Gewölben eingeschlossen und dabei steinhart geworden. Vielleicht kann mächtige Erdmagie seinen ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Fragment schwarzer Drachenschuppen. Diese abgeworfenen schwarzen Drachenschuppen wohnt immer noch ein Schimmer von Erdmagie inne. Mit dem Fragment könnten vielleicht kleine Versteinerungen rückgängig gemacht werden. Was für ein Zufall. Besonders gewöhnliches Ei. Kombiniert euer besonders gewöhnliches Ei mit einem Tropfen der Magie des blauen Drachenschwarms, um es zu verzaubern. An diesem Ei scheint nichts Besonderes zu sein. Vielleicht kann es durch etwas in den Gewölben verzaubert werden. Ah, schön. Aufgeladener Reif. Ein Reif aus Licht ermöglicht es dem Träger, kleinere Dinge zu erkennen, die sonst verborgen geblieben wären. Kann nur in den Gewölben verwendet werden. Was denn? Ist damit nur die Helligkeit gemeint oder allgemein, dass man etwas sieht? Sehr schön. Hallo? Hallo? Guck mal, die kleinen Spinnen lassen sogar am Leben, obwohl die eklig sind. Netarions Geschenkmarke. Eine einlösbare Geschenkmarke. Wird von Tüftler-Tron-Prototypen angenommen. Tüftler-Tron-Prototypen. Ich kann nicht mehr tragen. Prismatisches Fragment. Warum bekommen wir denn jetzt schon wieder massig Zeug zugeschoben? Könnt ihr mir das mal sagen? Wieder so viele Items, ne? Okay. Kann ich damit jetzt den Roboter? Nee. Ich muss näher ran. Perlmutt-Blasenschlüssel. Schlüssel. Perlmut, Blasenschlüssel. Ich bin halt getriggert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hier nicht lösen kann. Und wir haben ja dieses Feuerfeld. Blasenhebe. Netzseil. Oh. Ich hab nichts gesagt. Ich bin außer Reichweite. Vor allem macht es mir trotzdem Schaden. Ja, es ist ja irgendeine Art Rätsel, oder? Das ist irgendeine Art Rätsel. Man muss die Räume bestimmt irgendwie miteinander öffnen.
Okay. Inventar ist voll. Hier sind viele Sachen. Ich kann nicht mehr tragen. Perlmutterschlüssel. Aktiviert ein uraltes Gerät, wofür auch immer. Na, für unten diese Apparatur. Inventar. Mann! Es wird immer schlimmer. Es wird jetzt auch nicht mehr besser, ist klar, aber. Ich muss näher ran. Hartpanzerkiste. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, die blaue Magie für das Ei. Die blaue Magie für das Ei. Kombiniert euer magisches verändertes Ei und einige ewig brennende Rubinkohle, um es auszubrüten. Ein Ei, das mit geheimnisvoller Magie des blauen Drachenschwamms durchwirkt wurde. Vielleicht findet ihr in den Gewölben etwas, das es ausbrüten kann. Ist da ein Mount drin? Ewig brennende Rubinkohle, was für ein Zufall. Ei unbekannten Inhalts benutzen. Kombiniert euer Ei unbekannten Inhalts mit einem Bronzestaubkorn, um es altern zu lassen. Das mysteriöse Ei ist endlich fertig ausgebrütet, aber die Kreatur darin lässt sich nicht ausmachen. Vielleicht erkennt man sie besser, wenn sie weiter gewachsen ist. In dem Gewölbe findet sich bestimmt etwas für beschleunigten Wachstum. Wir haben noch 9 Schlüssel, also. Die Chance ist gegeben. Hey, noch eine Geschenkmarke. Verdichtende Arkanmagie. Inventar ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mann, Leute, es ist so furchtbar. Es tut mir echt leid, ne? Harmonischer Musikstein. Ja, das müssen wir uns dann mal angucken mit dem Ring nachher, was da draus wird. Abschirmender Flammenschutz. Ihr wisst Bescheid, wofür das da ist. Genau wie ich es vermutet habe. Und dann bekommen wir noch irgendwie irgendwas, was unsichtbar macht oder so. Ah, vieles davon ist wertloser Plunder, aber nicht alles. Aktivieren. Hä? Ja gut, aber hier wären wir auch auf herkömmlichen Weg hingekommen, mit dem Rüberhuschen. Tobender Magmastein.
Noch weiter hoch. Eieiei. Knochenhaufen. Ja, weg. Bein, Arm, will ich alles nicht. Ja, das will ich haben. Hier, was haben wir hier? Ein Stiefel. Nein, hör mal. Das, ich hab doch gesagt, weg. Ich brauche ich nicht. Nee, weg. Was haben wir hier? Nee, Stiefel. Nee, noch ein Bein drin. Nee. Ja, was haben wir hier? Nee, nee, auch nicht. Nee, 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 nee. Ja, genau. Inventar ist voll. I can't carry anymore. Zweimal die gleiche Waffe. Prismatisches Fragment. Ja, sehr interessant. Diese Art von Gewölbe kennen wir ja schon. Nach oben gefühlt unendlich. Wie viele Türen ist das noch? Noch eine. Zwei. Es. Wir haben gesucht und wir haben gefunden. Aber nicht das, was ich erwartet habe. Schlüssel gebundener Erde. Ein ungewöhnlich urzeitlicher Schlüssel. Ich kann nicht mehr tragen. Boah, Leute, es ist so nervig. Ich weiß, die kann man eigentlich abgeben, aber ist jetzt egal. Ich will einfach nur keine Anmerkungen mehr bekommen. Die Briefe würde ich halt gern behalten. Das ist zu weit entfernt. No. Schimmernder Eisenstein. Ich will keine Items mehr finden. Schon okay, ich bin zufrieden. Gib mir lieber das, damit ich das Ei ausbrüten kann. Oh shit. Das gilt? Na, Gott sei Dank. Wir haben noch den Raum, wo wir drin gesehen werden. Der hier. Ach so. Experimenteller Verschmelzer. Kombiniert 7 prismatische Fragmente mit einem experimentellen Verschmelzer, um einen neuen, unbekannten Edelstein zu erschaffen. Ich mag ja diese handwerklichen Tische. Tische. Kristallkorb. Nichts. Immer weiter hoch. Wie viel haben wir noch? 4. Ich brauche ein Ziel. Eine Ratte? Also ich meine ein gefräßiger Fleischknabberer. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hey, ne. Oh nein, Ratatouille! Ratatouille! Ich kann das nicht anhalten. Er hat eine Kochmütze auf. Wie niedlich! What? Da ist er wieder. Wo ist das Rezept?
Inventar ist voll. Wusstet ihr, dass mein Inventar voll ist? Was hat's mit dieser Rezeptratte auf sich? Okay, da braucht man dann ein Eisschild, ja. Heilendes Wasser. Zersetzungsformel. Ich bin außer Reichweite. Ich kann nicht mehr tragen. Oh Leute, gebt doch nicht so Millionen Items hier raus. Was ist denn das für eine Sache, dass man hier mindestens 10, 20 Slots braucht? Meine Güte. Auf ärgerliche Steinhindernisse werfen, um sie vollständig aufzulösen. Aha. Absorbiert Magieschaden. Aha. Ist damit das Auge gemeint? Würde ich gerade einfach mal ausprobieren. Ich muss näher ran. Nee. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Mit einem niederträchtigen Fiepsen stiehlt sich die Ratte davon. Vielleicht würde sie länger bleiben, wenn ihr etwas Shedder hättet. Fein greift vielleicht. Wir haben nur einen Schlüssel, oder? Ja. Ich muss ins Bett, Leute. Das sagt mir auch schon meine Uhr. Aktiviert das Drachenpack, um euch in der Luft vorwärts zu bewegen. Kann in den Gewölben verwendet werden. Annäherungssensoren aktiviert. Starte Konservationsprotein-Ausgabe. Ich grüße euch ganz herzlich. Fehler. Zeitsprung seit letzter Interaktion überschritten. Überschreiten zugewiesenen Speicher. Frage. Darf ich euch Geschenke zu euren Belustigungen anbieten? Gratisgeschenke. Kaputter Siehkopf. Wenn er nur funktionieren würde. Spielzeugsoldatenwaffen. Eine Handvoll winziger Waffen. Sehr niedlich, aber im Kampf vollkommen nutzlos. Inventar ist voll. Wir können das mal rausnehmen und der Rest ist ja wirklich Quatsch. Ey, hier ist so ein mechanischer Drache. Bitte akzeptiert das Geschenk. Papier-Zeppelin-Set. Ich kann nicht mehr tragen. Inventar ist voll. Inventar ist voll. Das ist der Satz des Videos. Ich werde so gefoltert gerade. Nee, der normale Ruhestein kann weg. Werft den Zeppelin einem freundlichen Spieler zu. Okay, das heißt, wir brauchen eigentlich nur das Zeppelin machen. Das Papier-Zeppelin-Set. Warum ist das kein Spielzeug?
nicht mehr tragen. Noch einen haben wir, glaube ich. Wie wär's mit dem Drachen? Mit dem Schlüssel. Okay. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Nee. So, hier bräuchten wir den Shedder. Den haben wir nicht. Hier bräuchten wir ein Eisschild. Haben wir nicht. So, hier haben wir ja jetzt die Flasche gemacht. Was wird hier draus? Werfen, um das heilende Wasser freizusetzen. Jahrtausende geläutert. Ich bin außer Reichweite. Hey, wo kommt die denn jetzt her? Entrinnen. Ja. Ja, doch nicht entrinnen, oder was? Nee. Das ist zu weit entfernt. Nee. Aber hatten wir irgendwo ein Steinhindernis? Ich glaube nicht, oder? Nein, uns fehlen natürlich jetzt noch hier. 1, 2, 3, 4. Ah, ne, sind ja noch mehr da oben. Na gut. Und was ist jetzt in diesem Ei hier drin? Das würde ich ja schon gerne wissen. Yep. Es gibt nichts, was ich nicht erklimmen kann. Berge zu erklimmen, Aussichten zu bewundern. Gut gemacht. Solange wir weitere Schlüssel finden, können wir weiter alles erkunden. Ich bin sicher, dass wir in einigen Tagen das nächste Gewölbe erforschen können. Ich glaube, die Namen dieser Gewölbe sind Nummerierungen. As, Ur, Il, Keks, irgendwie sowas. Diese Worte müssen etwas bedeuten. Versteht mich nicht falsch. Mir geht es hauptsächlich um die Schätze, aber es würde mich nicht stören, nebenbei auch ein oder zwei Dinge zu lernen. Oder heißt es ein oder ein Mal? Ein oder zwei Dinge zu lernen. Oder heißt es ein und einmal Dinge? Wer weiß. Was? Vergesst nicht zu schreiben. Vollkommen Rätsel. Er spricht vollkommen Rätsel. Bekommen wir hier kein Eisschild? Bei diesen verdächtigen Eissäulen. Schade. Ja, hätten wir mal noch ein paar, ne? Hätten wir noch ein paar Bosse mehr gekillt, hätten wir auch mehr Schlüssel. Das heißt dann, dass ich mit oder ohne euch ein bisschen auf Bossjagd gehen muss, damit wir die Schlüssel haben, um das Gewölbe zu erkunden. Schon verstanden. Hey da, wo wart ihr denn? Spitz die Ohren und haltet die Augen offen. Wenn wir diese Gewölbe erforschen wollen, müssen wir mehr Türen öffnen. Das bedeutet, wir brauchen mehr Schlüssel. Versucht weitere Schlüssel auf der verbotenen Insel zu finden. Jede Tür ist eine neue Chance. Betretet das Gewölbe und öffnet 3 weitere Türen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas Spannendes findet. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Ich werde in eurer Nähe. Oh, das ist bestimmt etwas. Es sieht nicht aus, als könnte man es als Waffe benutzen, aber ich schätze, ich kann es mal untersuchen. Na, man weiß ja nie. Bis später. Vielleicht. Ich muss zugeben, dass ich hier überfordert bin. Es wurde schon von den schwarzen Drachen hergestellt, die Verzierung am Knauf passt, aber ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Was vermutlich beabsichtigt ist. Wie ich höre, habt ihr die Insel bereist. Habt ihr vielleicht Ideen, an wen wir uns wenden können? Sprecht mit Voraxian auf der verbotenen Insel. Unterschätzt die Insel nicht. Wir könnten Alexstrasza fragen. Was, die Mutter der Drachen? Oh nein, ich würde sie damit nicht belästigen wollen. Sie hat Wichtigeres zu tun und wahrscheinlich keine Zeit für uns. Ich bin sicher, sie ist mit wichtigeren Drachen-Mutter-Dingen beschäftigt. Na gut, hör zu. Sie ist älter als die Kontinente. Sie ist weise, ein Blick genügt und sie erkennt alles, was ihr wart, seid und sein werdet. Um ehrlich zu sein, ich finde sie recht furchteinflößend. Ja, sie ist eigentlich ganz nett, wenn man sie näher kennt.
Ah, sie macht mir auch Angst. Ich mag sie nicht. Eigentlich ist sie ganz nett. Sie führte die letzten Jahrtausende Jahre Krieg gegen meinen Schwarm. Ich bin sicher, dass sie zu euch ganz nett ist, aber ich würde lieber eine andere Alternative suchen. Dieser Dialog! Was ist mit der Drachenschuppen-Expedition? Sie käme in Frage, aber als sie zur Obsidian-Zitadelle kam, hieß es, es würde allein ein Jahr dauern, bis die Herkunft einiger unserer Tische festgestellt wäre. Lächerlich, es sind Tische. Man stellt Dinge drauf, man muss nichts über ihre Herkunft wissen. Ich wüsste lieber noch in diesem Jahrhundert, was wir hier gefunden haben. Aber guter Vorschlag. Habt ihr noch andere Ideen? Sabelian? Nein, er hat Neltarion während seiner dunklen Tage gedient, aber sie waren damals nicht wirklich an Kultur interessiert. Furorion? Nein, ich glaube nicht. Er wirkt wie ein guter Welpe, aber er ist ein bisschen zu jung, um ein Experte für Artefakte von uralten schwarzen Drachen zu sein. Der will doch gar nicht! Der lehnt doch einfach alles ab! Ja, ich habe sonst keinen Vorschlag mehr. Mit wem sollen wir sonst über das Gerät sprechen? Ja, ich kenne einen alten Drachen namens Veristras, der helfen könnte. Veristras, das ist der Zwerg! Geht nur. Ihr habt sicher anderes zu tun. Ihr glaubt, dieser Veristras kann helfen? Ein Versuch kann nicht schaden. Gute Idee. Wir sehen uns sicher wieder. Wo sollen wir diesen Veristras treffen? Am Rubinlebensschrein? Ihr versucht auch ganz sicher nicht gerade, mich Alexstrasa vorzustellen? Nein? Nun gut. Dann sehen wir uns am Rubinlebensschrein. Ich liebe diese Dialoge. Das Gespräch war mir eine Freude. Mir auch. Geil. Wir treffen uns am Rubinlebensschrein. Beeilt euch. Ich will mich da nicht so lange aufhalten. Interesse an einer Lektion oder drei? Habt ihr neue Bilder für mich? Die Wichtigkeit dieser Expedition darf nicht unterschätzt werden. Ich versichere euch, alle Teilnehmer werden in die Geschichte eingehen, zusammen mit mir, versteht sich. Wenn ich eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht habe, wäre mein Vermächtnis als Gelehrter gesichert. Aber was werden wir finden? Eine Kopie von Neltarions Unterschrift? Einer seiner persönlichen Briefe? Ich kann kaum erwarten, etwas zu finden, das ich mit meinen Bewunderern teilen kann. Außerdem brauche ich mehr Bewunderer. Wenn ihr so freundlich wärt, etwas Denkwürdiges für mich zu finden, würde ich euch reich entlohnen. Ich kann bezahlen. Gebt auf euch Acht! Ich weiß ja nicht, Leute. War schon knapp, oder? Tja, manchmal haben wir einfach keine Laden. Oh Mann! Nee, wenn ich so drüber nachdenke. Ach, die ist eigentlich ganz nett, wenn man sie kennenlernt. Ja, zu euch vielleicht. Nee, lass mal. Ach, Mann. Ja, ich habe auch schon einen kleinen Livestream-Test gemacht. Es hat funktioniert. Ohne Lags, ohne Aussätze, ohne irgendwas. Ich habe jetzt auch keine Verbindungsabbrüche. Sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Wäre so mein Traum, habe ich ja schon ein paar Mal angedeutet, Mythic Plus einfach im Stream zu machen. Gerne dann auch mit euch, wenn ihr denn mitmachen möchtet. Das wäre schon was Feines. So, wir haben ja ein paar Sachen gefunden. Ihr nennt das eine Uniform? Ja, ich habe hier ein Tagebuch gefunden, aus Adamantias persönlichen Forschungen. Ihr habt eure Befehle. Sie haben uns also selbst vor den anderen Aspekten geheim gehalten. Maligos wusste davon, doch von dem, was ich so gehört habe, könnte er genauso von allem losgelöst sein wie Neltarion. Ich werde diesen Tagebucheintrag unseren Sammlungen hinzufügen lassen. Ja, Neltarion hat die Draktür erschaffen und Maligos wusste davon, weil er hat ja auch diese Stasis-Zauber gemacht. Alles für Verbündete. Dunkelkrallen.
Reden wir über das Geschäft. Ah, so ein Relikt habe ich seit der Zeit vor unserem Erwachen nicht mehr gesehen. Das ist ein besonderer Ring, der offensichtlich von Deltarions Schmieden hergestellt wurde. Ihr solltet ihn behalten. Führt ihn stets mit euch. Er könnte euch noch nützlich sein. Ein gerechter Austausch. Erzählt mir etwas über den Onyx-Sockelring. Der Onyx-Sockelring wurde von Deltarion selbst entworfen, sollte seine elitärsten und treuesten Schuppenkommandanten ermächtigen, aber niemand erwies sich als würdig, also wurden die Ringe in den Tiefen seiner Gewölbe gelagert. Er entwarf den Ring mit 3 Sockeln, um die höchstmögliche Anpassung zu ermöglichen. Ihr könnt verschiedene urzeitliche Edelsteine in diese Sockel einsetzen, um jedes Problem zu überwinden, das euch begegnet. Vielleicht ist es gut, dass seine Gefolgsleute dieses Geschenk nie erhalten haben. Auch wenn der Sockelring Unmengen von Verstärkungen ermöglicht, wäre jeder, der ihn annahm, weiter unter seinem Einfluss geraten. Hoffentlich ist das länger nicht mehr der Fall. Wäre das alles? Wie immer ein Vergnügen. Wie bemerkenswert. Ihr könnt eine so große Auswahl von besonderen Edelsteinen daran anbringen, um eine Macht zu verstärken. Ihr solltet zurück in die Gewölbe von Skera reisen und ein urzeitliches Juwelenset suchen. Ja, das werdet ihr brauchen. Juwelierset. Derartige Edelsteine herzustellen erfordert besondere Werkzeuge. Sobald wir dieses haben, können wir die Macht des Rings gänzlich erforschen. Bei diesen grenzenlosen Möglichkeiten schwirrt mir der Kopf. Danke für euren Besuch. Das ist was für unseren zweiten Besuch. Schaffen wir das noch? Ich würde dann noch nach Velistras reisen. Wir müssen nämlich eh noch einmal nach Waldracken. Meine Güte. Wir müssen schnell zum Drachen. Und ich schaffe es nicht, dahin zu fliegen. Das darfst du keinem erzählen. Gut gerettet, ey. Habt ihr das gesehen? Ich bin außer Reichweite. Es ist zu weit entfernt. Primalisten-Halskette. Gut, das ist ja auch scheinbar Quatsch. Den Schiffsbrecher? Ja, ne? Ja, ich hab mein... Ist jetzt 50 Minuten her, dass ich davon gesprochen habe. Ich habe nämlich beide Computer neu aufgesetzt, weil ich dachte, come on, dann hast du mal die ganzen Altdaten runter. Mit dem neuen Internet, komm, wenn du jetzt eher mit Stream anfangen willst, warum nicht einmal Shade-Speicher, einfach alles runter, Festplatten komplett formatieren. Schaden kann es ja nicht. Der schlägt übrigens auch mit 2 Booten, ne? Eieiei. Und ein Schlüssel! Yay. So, ja. Dann. Ach, shit. Das war so dumm. So. Einmal Ruhestein. Zurück nach Waldracken. Da gehen wir die Rufaufgabe ab. Und, ja, aber das wäre jetzt zu ärgerlich gewesen. Das mussten wir jetzt machen.
jetzt morgen aufzunehmen und zu sagen, ja Leute, wir geben jetzt die Aufgabe von letzter Woche ab, weil ich es nicht geschafft habe, noch einmal aufzunehmen, hätte mich schon geärgert. Auch wenn ich sehr kaputt bin, wirklich sehr. Von 1 bis 10 eine 9. Ich schlafe wahrscheinlich nicht direkt ein, weil ich unglaublich schlecht schlafe in letzter Zeit. Ich glaube, ich sehe auch aus wie eine Leiche inzwischen. Ihr seht das hoffentlich nicht, wartet. Sehe ich müde aus? Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ich schlafe sehr schlecht in letzter Zeit. Und die Kamera muss, glaube ich, noch ein bisschen. So. Ich schlafe sehr schlecht in letzter Zeit. Sehr, sehr schlecht. Ja. Ja, jedenfalls habe ich meine beiden Computer neu aufgesetzt. Gaming-PC und Aufnahme-PC. Festplatten komplett formatiert. Aufnahme-PC muss ich noch ein bisschen rumspielen, Gaming-PC ist schon nahezu fertig, außer die ganzen Downloads natürlich. Aber es gibt nichts Besseres, als einen Computer neu aufzusetzen und dann ist der Desktop leer, man hat im Download-Ordner nichts drin, alles. Ich weiß, es gibt Leute, die haben ihren Computer immer ordentlich. Da gehöre ich nicht zu. Jetzt verkaufen wir es doch. All unseren Freunden viel Glück. Verzweifle einfach nur noch, ne? Ah, Mann, Mann, Mann. Reden wir über das Geschäft. Heißt das jetzt, dass die Sachen hier drin nicht gestapelt waren? Soll ich das so verstehen? Eieiei. Ich lasse die jetzt im Inventar. Und ich gebe die verdammt nochmal Sonntag ab. Kette, das ist eine Zeitwanderung! Ja, okay. Freut mich. Oh, das ist doch die Bane-Quest. Safe. Machen wir aber dann später. Ich habe Ihre Rückkehr erwartet. Haben wir jetzt zufällig... ganz zufällig gerade kochen? Nee. Fängt nicht jetzt neues Kochen an, oder? Wartet. Chat. Ja, okay. Nee. Dann warten wir natürlich nicht darauf. Okay. Genau, wir wollten noch einmal zum Rubin-Lebensbecken. Und da starten wir morgen noch durch, oder? Das ist doch ein cooler Anfang. Rubin-Lebensbecken, hier. Ach, falsche Richtung. Ah, ich weiß, wir werden uns unseren Eifer abholen können. Diese Woche ist wieder eine Schlendrian-Woche. Wir lassen den Schlendrian raushängen. Jagd habe ich auch nicht gemacht. Diablo 4. Die Diablo 4 Beta ist schuld. Man merkt, dass jetzt sehr viele erst aktiv einsteigen, finde ich. Garantiert, weil die alle die Beta gespielt haben. So wie ich. Also die offene Beta habe ich jetzt durchgehend nur die Beta gespielt. Ich habe nichts anderes gemacht. Wahnsinn. Kümmert euch nicht um mich, Freunde. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich bin in der Scherbenwelt aufgewachsen und hatte nichts mit irgendwelchen Aktivitäten von Todesschwinge zu tun. Ich sehe euren Freund nirgendwo. Ich gehe und komme auf euch zurück, wenn ihr ihn gefunden habt. Ich liebe diese Dialoge. Wenn sich das alles selbst nicht so richtig ernst nimmt. Fantastisch. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben das erste Gewölbe gesehen. Ich habe es mir anders vorgestellt.
Tatsächlich. Nicht negativ gemeint, ich habe es mir anders vorgestellt, aber ja, warum nicht? Ich würde dann einfach Schlüssel sammeln, mit euch, ohne euch, und wenn wir wieder so 10 Stück haben oder so, einfach nochmal rein. Keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe es gefällt euch, lasst einen Kommentar da und nochmal die wahrscheinlich beste Aussage, finde ich, worüber ich mich sehr freue. Einmal, dass ich nochmal kurz gucke, dass der Sound richtig eingestellt ist, ja. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir bald mit Livestreams anfangen können. Seit 2,5 Jahren wollte ich streamen, aber wegen Wohnsituation ging das nicht, weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Jetzt Wohnung, alles geil. Und jetzt können wir loslegen. Internet ist da. Toi, 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 dass es klappt. Und dann können wir gerne gemeinsam ein paar Mythics machen. Oder? Raids? Raid-Gruppen. Ich bin für alles offen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gilt auch für Diablo 4, Diablo 2 Resurrected. Am liebsten würde ich abends halt immer streamen. Tagsüber mache ich dann Aufnahmen so und abends Streams. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dragonflight. Morgen nach dem Server-Reset starten wir dann durch mit der Aufgabe hier. Wobei, morgen bin ich viel unterwegs. Kann sein, dass ich es übermorgen nochmal aufnehme. Das sehe ich aber dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.